Du bist dran mit Hallo sagen. Hallo, liebe Zuschauer. Wie ihr gerade mitbekommen habt, ich bin dran mit dem Hallo sagen. Ich habe eigentlich gedacht, die Lenfe wäre dran. Willkommen zurück zu For the King. Wir haben uns jetzt entschieden, direkt zu Vexor zu fliegen. Also eigentlich habe ich das bestimmt, weil Lenfe nämlich die ganze Zeit dran war. Vielleicht sollten wir noch da runter. Oder vielleicht noch einen Tempel finden. Und Heul. Und hast du nicht gesehen. Ich muss dir schwarze Bonbon noch geben. Moment, kann ich hier auch. Okay, gut. Habe ich dir gerade gegeben? Esse ich direkt. Wo ist es? Da. Wo ist denn der Tempel? Kann ich nicht benutzen. Egal. Gleich. Aber gleich bestimmt. Norden. Einfach nur nach Norden. Ich bin nicht dran, oder? Ach, ich bin dran. Oh, Entschuldigung. Guck mal, so ein schönes fragst. Ich glaube, du kannst da landen, ja, wenn du willst. Macht er was? Nee. Hä? Achso, ich bin eins davor. Und? Wir könnten ja mal gucken, vielleicht gibt es da was Schönes nochmal. Vorher. Vielleicht kriegen wir was. Du kannst meilenweit sehen. Nur wenige haben Farol aus dieser unglaublichen Höhe gesehen. Verlassen. Also wir können es verlassen hier. Achso. Ach nee, gar nicht. Wir können einfach nur weiterfliegen. Ja, alles gut. Hä? Okay. Komisch. Also müssen wir jetzt wirklich zum Turm? Ja. Okay. Gut. Dann hatten wir ja wahrscheinlich auch keine Wahl mehr mit dem Tempel. Deswegen sind wir ja auch hier. So, Harasuel. Inzwischen nicht nur Legende, hebt sich das berühmte Harasuel von der schroffen, schwarzen Felsen ab. Welch imposante Struktur. Mit einem tollen, lustigen Totenkopf. Sag mal, hatten wir nicht vorhin den Jahrmarkt gesehen? Wir waren ja gar nicht beim Jahrmarkt. Nein, haben wir einen Jahrmarkt gesehen? Nein. War das nicht so irgendwann? Nee? War ich mich da gerade? Okay. Oh Gott. Achso. Hohe Wächterin von Harasuel. Eindringlinge. Aber wie? Ihr werdet es bereuen, hergekommen zu sein. Oh. Sprich ein bisschen abgehakt, die Gute. Sie klang sehr ängstlich. Ja, hat ja auch die Hosen voll. Jetzt habe ich gar... Was? Der hat mir gerade meinen letzten Fokus genommen. Ach stimmt, wir hätten auch mal Fokuspflanzen vielleicht kaufen sollen. Nein. Ist jetzt so. Bewusstlos, das ist nicht gut. Nee. Und das ist was Neues, das hat man noch gar nicht. Okay, ja, wer ist dran? Die da. Ich habe leider überhaupt keinen Fokus, ist jetzt reine Glückssache. Gut. An Fokusblätter denke ich auch immer gar nicht, aber ich glaube, die hatten im Laden auch keins, da habe ich keins gesehen. Ja, wir haben leider echt Probleme, also die Preise in den Läden und die waren jetzt einfach unbezahlbar für alles. Also wir konnten uns jetzt gerade noch 5 Gottesblätter holen von unserem gemeinsamen letzten Geld. Da müssen wir jetzt irgendwie mit durchkommen. Oh Gott. Wir schaffen ja nicht mal die 3 hier. Ja. Oh Gott. Und da ist er auch gleich weg. Ja, wir haben noch 2 Leben übrigens, Leute. Eigentlich muss ich heilen, ne? Sonst ist die weg. Ja. Und dann heilt das so wenig. Obwohl ich schon jetzt... Ich habe ja sogar die Drachenpfeife gekauft gehabt. Und dann heilt das so wenig. Vielleicht gibt es zwischendurch nochmal einen Shop oder so. Obwohl, hier ein Shop ist vielleicht auch ein bisschen optimistisch. Ja, und leider, also wer jetzt sagt, ja, ihr hättet mal ein bisschen auf der Karte grinden sollen, erstmal ein bisschen Mobs killen und sowas, erstmal noch ein bisschen umgucken. Ja, leider lässt einen das Spiel nicht. Also, falls ihr gemerkt habt, das Chaos kommt ja immer wieder, man hat ja keine Zeit. Kannst das du den Chaos töten, halt, das wird alles teuer. Wenn ich mal anvisieren dürfte. Hallo, Spiel? Ich krieg dir nicht angeklickt, jetzt so. Ich hoffe. Heute. Okay. Gut. Guck, meine Mütze sieht ja niedlich aus. Ja, also wie gesagt, Weinen ist hier nicht groß. Man hat keine Zeit, man könnte Leben verlieren. Ist, ja. Deswegen haben wir auch den Tempel, wollten wir nicht mehr machen, weil da wären wir wahrscheinlich gestorben. Und hätten dann auch immer noch nicht genug Geld gehabt, um irgendwas zu machen. Hätten wir uns wahrscheinlich danach einmal heilen können und fertig.
Aber was wir auch schon gedacht haben, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir vielleicht erstmal, vielleicht soll man das Spiel nicht in einem Rutsch schaffen, sondern erstmal Klassen, man kann ja Klassen freischalten und Events und so weiter. Vielleicht ist es auch vom Spiel so gedacht, dass man erstmal Sachen freischaltet, um dann nochmal zu versuchen. Ja, da ist unser nächstes Leben fort. Ich komme irgendwie nicht mehr dran, weil ich verwirrt bin. Ich kann mir das aber fast nicht vorstellen, dass man das häufiger durchspielen soll. Weil, überleg doch mal, wie lange wir jetzt dran gesessen haben. Ich weiß nicht, wie wir es hätten schaffen sollen. Wir sind so durchgewascht. Also, es geht ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja wirklich durchgewascht. Wir haben nie irgendwo Halt gemacht. Wir haben nicht gegrindet oder so. Also, du kannst es ja gar nicht schneller machen, als wir gemacht haben. Ja, ich könnte die wiederbeleben, aber dann... Ja, also, was soll ich machen? Ich bin gerade ratlos. Soll ich uns erstmal heilen, bevor ich auch noch umkippe? Oder? Ja, vielleicht einen von beiden zurücksetzen. Okay. Ja, ich habe leider keinen Fokus. Es kann halt schief laufen, ne? Oh Gott. Ja, und da war's. Ja, das war's. Oh Gott. Oh nein. Nein, auch noch verlangsamt, scheiße. Oh. Das ist hier erst der erste Mob in dem Ding. Aber ich glaube, danach kommt direkt der Endgegner. Ich muss jetzt heilen, wir kippen uns beide um. Na, immerhin heilen wir jetzt ein bisschen mehr. Also ich durch den Drachenfall. Oh, da bin ich gleich wieder tot. Das ist aber auch, dass die jetzt mittlerweile treffen. Ja, die können halt auch mal Pech haben. Also ich finde auch, das Spiel ist ja echt gemein. Wir haben viel mehr Pech als die dann immer. Die treffen ja immer. Die haben ja nie einen Fehlwurf. Also ganz, ganz selten mal, dass die Gegner jetzt auf diesem Kontinent hier einen Fehlwurf hatten. Ja, ich muss heilen, sonst sind wir auch gleich wieder... mach. Kriegen wir die hier gar nicht mehr wieder... Ah, wir müssen die noch hochdingsen, bevor wir in den nächsten Raum gehen. Wenn hier nur noch ein Gegner ist am besten. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, das ist so fies. Ich hau den jetzt um. Ja. Jetzt Visier an. Ich bin schon so sauer auf das Spiel, dass ich jetzt so schon rumschreie. Was ist hier mein Angriff? Standardangriff? Ja. Oh Gott, das könnte schief gehen. Oh. Oh, er hat leider widerstanden, okay. Oh, jetzt können wir die andere wenigstens gleich wiederholen vielleicht. Oder erst, wenn der fast tot ist. Okay, ich hole die wieder. Ja. Ja, Landstand bitte wiederholen. Dankeschön, da ist er. Hat die jetzt eigentlich mal ihren ordentlichen Bogen? Nee, habe ich eigentlich gedacht, für den Boss, oder? Ja, sind auch schon ganz schön. Also ich würde den Bogen noch anlegen, bevor wir von der Karte hier weg sind, oder? Bevor sie einen Zug verliert beim anderen. Würde ich das jetzt hier machen, weil der kann nicht so viel. Der macht mehr so eine Magie-Sachen. Also lass ihn mal jetzt wechseln, glaube ich. Nein, warum? Weil er jetzt tot ist. Das ist blöd. Das ist voll doof, dass du jetzt angegriffen hast. Die hätte jetzt den Bogen wechseln müssen. Kann sie jetzt trotzdem noch, bevor sie weitergeht. Ja? Wie? Ja, sehr. Sie kann doch jetzt ihren Bogen nicht wechseln, oder? Also ich kann jetzt nichts wechseln hier. Oh, das ist Galantana, was wir uns mal hätten verdienen können. Jetzt will ich es auch nicht mehr. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, kannst du dir mal angucken. So, und jetzt kannst du doch den Bogen wechseln. Ja, gut, okay. So, ich bin mittlerweile so fertig einfach von dem Spiel. Man merkt es wahrscheinlich gar nicht, wie K.O. ich schon bin. Ist nur die Frage, wie weit müssen wir jetzt nach oben, ne? Achso, wir gehen jetzt einfach erstmal nur eine Treppe. Na super. Oh! Warte mal. Hä? Nee. Achso, ich guck schon wieder falsch. Ja, soll ich jetzt vorher einmal heilen oder noch nicht? Doch, kannst einmal heilen. Ja, sinnvoll, weil ich meine, ich bin noch quasi fast voll. Ja, dann lass uns einen weiterziehen. Kommt drauf an, ne? Wenn im nächsten Schlag ist sie dann vielleicht wieder tot, die Landstand. Das kann passieren. Oh, guck mal, hier ist ein Zwischenraum. Ach, jetzt könnte man zelten wahrscheinlich. Ja, gut, zelten können wir nicht. Hm. Ja, wenn die anfangen, dann ist sie tot, ne? Ne, ist auch blöd. Komm. Ich habe halt nur noch ein Blatt jetzt. Oh Gott, wie hoch geht's denn hier? Mensch, krieg schon Heilschmerzen. Krieg schon Corona hier. Ach du Scheiße, ich hab gedacht, das wäre weg so. Chaos. Okay. Es ist alles. Selbst Farul ist nur ein Ausdruck der unzähligen Form von Chaos. Ja, toll für dich.
Etage 2 von 100. Na super. Was? Wo steht es? Mach mir doch nicht so eine Angst. Ich meine, wir kommen hier wahrscheinlich eh nicht mehr dran vorbei, aber trotzdem. So. Ja, noch verflucht mit Unglück. Stimmt. Verdammt. Boah, das ist übel. Sie hat nur einen Würfel mit dem Bogen. Ach, deswegen ist wahrscheinlich der letzte Mal auch kaputt gegangen. Wenn man nur einen Würfel hat, braucht man ja auch nur einen Fehler. Genau. Jetzt, Mann, ich kann immer nicht ordentlich klicken. Also irgendwas geht da nicht so richtig. So, ich setz den zurück, ne? Ich versuch's halt. Oh, gut. Dankeschön, Spiel. Nett von dir. Ich muss mal lieber zum Spiel sein. Liebes Spiel, liebes Spiel. Ja, danke schön, dass er einmal verkackt hat, wenigstens. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Hast du gut gemacht. Wir mögen dich. Ja, daran liegt das. Du bist ein Scheißspiel. Mann, oh, 30, 35 Rüstung. Also, ganz ehrlich. Oh, gut, dass die so ein Würfelglück hat. Ja, ich glaube, einmal daneben würfeln, Kriegen wir ihn. Ist zwar doof, wenn er wieder mit leerer Hand kurz dasteht, aber hey. Ja. Dann bitte du einmal zurück. Achso, die ist eh so weit hinten. Nee. Soll ich dann den? Den anderen. Ja, will ich doch. Will ich doch. Oh, ermutigt. Ich schön. Hab dich ermutigt, ja, siehst du? Das ist schön. Dankeschön, Stani. Geil. Die ganze Heulerei hier von dir. Was ist das hier? Minus 8, was ist das für ein Scheiß? Gut gemacht. Gut, Lenstand. Du bist super. Der Bogen ist super. Spiel scheiße. Drecksspiel. Ich setze den zurück. So. Heilen können wir später. Wäre das so nett, wenn hier nochmal irgendwas kommen würde. So ein Zeltplatz vom Spiel aus. Damit. Ja, ich glaube vor dem Endboss bestimmt nochmal. Oh, eine Kiste mit ganz viel Zeug. Nein, nein, nein. Okay. Oder irgend so ein Goblin, der will da irgendwas verkauft. Zu vollkommen überteuerten Preisen. Können wir uns nicht leisten, wir haben kein Geld. Der Kampf vorher hat noch nicht mal ordentlich Kohle gebracht. Stimmt, ja. Muss jetzt nein, heilen. Warum hast du geheilt? Ja, das Zurücksetzen hätte auch schief gehen können. Und dann wärst du nachher umgekippt. Das kann ich nicht machen. Weil ich habe ja keine Dinger mehr. Also keinen Fokus. Bringt das nichts gegen die Rüstung, die der anhat. Scheiße, der ist auch noch zweimal dran. Also selbst wenn ich ihn jetzt zurücksetze, ist er trotzdem dran. Mist. Ja, wir sind noch einmal. Ah, oh, jetzt ist er zweimal dran. Toll. Dieses Spiel. Warum? Vor allem in diesem Moment muss es natürlich verkacken, wo er zweimal da. Oha. Oh. Ja, irgendwas haben wir nicht ganz richtig gemacht. Nein! Ich hau dem jetzt eine rein, das ist mir jetzt egal. Ja, du kannst doch magischen Schaden machen, ne? Stirb. Nein! Wieso? Das ist doch voll das Arschloch. Das ist voll das Arschloch-Spiel. Nein, das brauchen wir jetzt nicht, den Scheiß. Ja, das nehme ich gerne. Nee, die habe ich doch schon. Ach, Mann. Rüstung, Widerstand, Fokus. Ja, die habe ich schon. Talent und Glück. Ja, komm. Rüste das mal aus. Ist das besser als ihre? Echt? Sah zumindest gut aus. Aber die können braucht das ja alles machen? Gar nicht. Oder? Zahnzähne, Messer, Ginseng, Feenstaub. Ja, keine Ahnung. Das nehmen wir alles mit ins Grab. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht hätten wir öfter, vielleicht muss man wirklich dann öfter diese Portal- und Teleport-Dinger benutzen, damit man keinen Laufweg hat und vielleicht haben wir uns zu viel rumgelaufen. Vielleicht muss man da ein bisschen schneller, ein bisschen fixer sein einfach. So, ich guck mal nochmal kurz, bevor wir jetzt weitergehen, ob ich irgendwas nochmal ändern kann, aber ich glaube nicht. Jahrmarkt-Ticket. Ich wäre auch super gerne mal auf dem Jahrmarkt gewesen. Warum war der denn nicht da? Ist doch gemein. Beim nächsten Durchgang. Hättest du nochmal Bock, wenn wir es verkacken? Hättet ihr noch mal Lust? Ach, da guckt doch jetzt keiner mehr zu. Na, doch, drei Leute gucken noch zu. Außer Rimtour. Bei mir gucken noch fünf Leute zu, sag ich. Oder ja, zehn. Zehn sind immer dabei. Ja, was soll denn jetzt? Warum hat man hier immer so einen leeren Raum? Wir haben kein Zelt. Kann man sich nicht leisten. Hör mal, du doofes Spiel. Ist da doch.
Oh nein. Das ist jetzt der Eiswiedergänger. Nee, der Feuerwiedergänger. Genau. Ja, klar. So. Wer sonst? Vexor, der hohe Priester des Chaoses, mächtig, aber lediglich die Verbindung zu etwas viel Größerem. Ah, scheiße, ich hätte meine Ausrüstung ja ändern können. Ich kann ja eh nicht mehr heilen. Ach, bin ich blöd. Hätte ich wechseln können. Hm. Wir gehen jetzt eh drauf. Meinst du, wir sterben jetzt? Ja, sehr. Ja, ja. Gut, ja. Aber wir sind weit gekommen. Hm. Ja, bis zum Fast-Endboss. Ja. Also wenn das jetzt hier vielleicht der letzte gewesen wäre, so bis zum vorletzten dann. In der nächsten Runde können wir ja dann quasi auch andere Klassen ausprobieren. Wir haben ja jetzt ein paar freigeschaltet. Können ja auch noch ein paar freischalten. Vielleicht ist da noch was Besseres dabei. Das ist die Frage, ob die besser sind oder sich einfach nur anders spielen, ne? Und vorher müssen wir uns mal ein paar Tipps durchlesen. Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir irgendwo einen elementaren Fehler gemacht, am Anfang zu wenig gegrindet. Aber wie gesagt, man hat ja auch echt keine Zeit. Boah. Wir haben ja auch echt lange durchgehalten, ohne ein Leben zu verlieren, muss man ja auch sagen. Ich meine, Leben verloren haben wir erst, als wir hier bei dem krassen Kontinent waren. Vorher gar nicht. Ich finde, wir waren schon gut. Warum hast du nicht erstmal den anderen getötet? Weil der nur noch 3 Leben hat, den kannst du doch ausschalten. Aber dann kann ich hier keinen mehr resetten. Vielleicht muss man auch diese ganzen Imba-Waffen erstmal freischalten, die man auch alle mit den Wissensbüchern freischalten kann. Was für Waffen? Ach so. Na, da sind ja auch ganz viele krasse Waffen dabei. Na, soll ich dich jetzt nochmal wiederbeleben, damit du auch noch Spaß hast dran? Einer, der mehr zuhauen kann, ja. Vielleicht. Wenn es der nächste umgibt, ist eh egal. Also. Nee, der andere da. Ja. Na guck. Wenn es nicht. Kann es nicht immer so laufen? Wir kommen hier mit jeder einen HP beim Endboss an. Hallo, Vexor! Ja, vielleicht hat er auch selbst nicht mehr. Vexor ist einfach so ein ganz kleines, niedliches, flauschiges Kaninchen. Oh. Oh. Ja, na dann viel Spaß. Oha. Ist nicht gut. Nee. Ich finde, wir sind bald gekommen. Wir kannten das Spiel ja vorher quasi gar nicht. Also auch MS Standard ist ja schon ewig her, dass der da mal reingeguckt hatte. Ich habe noch gar nicht reingeguckt vorher. Ich finde, dafür haben wir das ganz gut gemacht. Und auch wenn vielleicht alle anderen Spieler und Let's Player und ihr alle es beim ersten Durchgang geschafft habt, dann ja, beglückwünsche ich euch dazu. Wir haben es halt nicht geschafft. Ist halt so. Hat der gerade die Bäckerfaust gemacht? Ist ja unglaublich. Die Quest ist fehlgeschlagen. Welch ein Pech. Ja, was für ein Pech. Das Land geht unter. Jo. Ja, Skandal. Also, ich hab schwarz hier einfach. Ja, ich bin jetzt wieder im Hauptmenü. Echt? Achso. Ja, unser Spielstand ist weg. Also, man kann jetzt auch nicht da weitermachen, wo wir heute Abend wieder angefangen hatten. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ja, überlegt euch doch mal. Mich würde ja echt interessieren, ob ihr noch Bock habt auf weitere Folgen oder nicht. Ich und Standi können uns überlegen, ob wir noch Bock haben auf weitere Folgen oder nicht. Eigentlich würde ich es ja schon gerne schaffen, aber es ist echt anstrengend. Also, wir saßen jetzt hier 2 Tage lang 6 Stunden jeweils. Ist schon nicht ohne. Gut, man kann natürlich auch weniger spielen, aber hui. Aber wir können jetzt, also ich zeige euch das mal. Hier ist der Wissensladen. Hier kann man sich, das habe ich euch ja noch nicht gezeigt, Standorte freischalten, Charaktere, Gegenstände. Also hier gibt es auch deutlich bessere Waffen. Die kann man dann im Spiel erhalten. Also man hat die nicht einfach direkt, aber man kann die im Spiel erwerben. Und hier auch so eine Mini-Begegnungen, wie hier zum Beispiel den Baum, den ich schon freigeschaltet habe, oder den Brunnen, den ihr gesehen habt, der ist hier eigentlich sowas. Naja, und Charakteranpassung, gut, das ist nur optisch. Ja, also ja, sagt uns doch mal, was ihr davon haltet oder ob er sagt, nee, lieber nicht. Ist okay. Hm. Da bin ich mal gespannt. Ja, Standi, was sagst du? Wie ist dein Stand gerade so? Weiß ich nicht. Ich muss mir Gedanken darum machen. Ich muss die ganze Situation jetzt einfach mal in Ruhe analysieren. Da müssen wir uns auch mal zusammensetzen und diskutieren und gucken, was wir so Schönes freischalten können. Ich sehe schon, du hast nicht ganz unrecht. Die Gegenstände und Waffen, die es hier gibt, die
sind zumindest auf den ersten Blick ganz gut, aber... Das war vielleicht ja hätten wir da einen besseren Start mit. Also auch wenn ich mir hier die Laute... Ich hatte ja auch eine Laute freigeschalten, die Frostkita. Ich habe sie nur nie bekommen im Spiel. Ja, nur das Problem ist, die Gegenstände, die du hier freischaltest in dem Wissensladen, die hast du ja nicht von Anfang an. Ja, ja, es steht ja hier als Questbelohnungen, Shopgegenstände oder Beutegegenstände können sie erscheinen. Genau, können. Kann aber auch sein, dass sie nicht erscheinen und dann hast du auch nichts dadurch gewonnen. Aber wenn man Glück hat, also die wäre echt geil gewesen, hätte ich die mal bekommen. Ja. Hier ist noch eine, die könnte ich auch noch frei. Also ich habe jetzt 33 Bücher, ich könnte hier ein bisschen was noch freischalten. Ist natürlich auch die Frage, wir müssen uns vorher einigen, welchen Charakter wir spielen wollen, damit wir dann entsprechend die Gegenstände freischalten können. Also was man wohl machen kann, ist tatsächlich den Schwierigkeitsgrad anpassen. Die Chaos-Häufigkeit kann man runterdrehen. Okay. Oder dementsprechend hochdrehen. Was haben wir gehabt? Einfach ein normales Ding, oder wie? Also wir hatten die Chaos-Häufigkeit, legt die Anzahl der Runden zwischen den Chaos-Ereignissen fest bei 8. Die kann man hochstellen auf 25. Ja. Kann man es auch runterstellen? Dann Lebensvorrat hat man von Anfang an 6. Den kann man komplett hochstellen auf 9. Ja, vielleicht so dann, dass wir einfach den Lebensvorrat wenigstens hochstellen und das wenigstens nutzen. Inflation der Wirtschaft können wir anpassen. Das haben wir jetzt ja zum Schluss gesehen, wie teuer der Gottesbart wurde. Das kann man dann auch runterstellen. Also all das kann man durch Hausregeln hier einstellen, wenn man neue Spieler stellt. Also haben wir quasi eigentlich auch ganz schön schwer gespielt. Wir hätten uns das von Anfang an auch leichter machen können, theoretisch. Wir haben jetzt echt auch damit eigentlich einen schweren Schwierigkeitsgrad gehabt schon. Ich würde sagen normal, ne? Also ich habe da nichts geändert. Ja. Okay, ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr könnt ja mal überlegen, wer auch sagt, ja, macht doch noch schwerer, war viel zu einfach. Aber sagt, ja, macht doch mal ein bisschen leichter einfach und dann geht's vielleicht auch, weil jetzt würde ich natürlich auch Wexor eigentlich gerne mal sehen, aber ja. Mal gucken. Schreibt das uns mal in die Kommentare rein, genau, ansonsten liken und Kanäle anschauen und Abos geben und sowas und Geld immer schicken. Immer Geld schicken, ja, das ist immer super. Ihr wisst zwar nicht wohin, aber schickt einfach irgendwo hin Geld. Ja, einfach, genau, schickt einfach. Okay, Leute, dann auf jeden Fall war schön, dass ihr dabei wart. Könnt uns auch gerne in die Kommentare natürlich schreiben, wie ihr das Spiel an sich so findet. Jetzt habt ihr es ja einmal fast komplett gesehen. Und schickt Geld. Vorletzten Boss. Es gibt übrigens auch noch andere Kampagnen, die man starten kann, ne? Also, das, Ach so. Ja. Ja gut, dann können wir da vielleicht auch mal gucken. Dann machen wir vielleicht einfach was anderes. Ja, ich glaube, die sind dann bestimmt auch viel einfacher. Hust, hust. Also gut, Leute. Dann, schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da für jede Folge, die da war. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.